Hallo, hier ist Konstruff und willkommen zu Part 2 von Shibi, A Short Adventure. Also, beim letzten Mal sind wir ja von da gekommen, das heißt, es geht jetzt hier weiter. Kann man das lesen? Nein. Fängt ja super an. Ach so, ja. Okay. Wie soll man das schaffen? Ah, so. Okay. Ja, gut, direkt am Start. Nicht mal eine Minute rum und schon zwei Fails. Warning. DeepX. Was ist das, ein U oder ein V? Keine Ahnung, egal. You are entering an archaeological dig site. Also, du betrittst jetzt eine archäologische Ausgrabungsstelle. Ui. Kann man hier weiter? Nee. Ah, hier ist irgendwas. Hier gibt es irgendwelche Viechers. Okay, gehen wir erstmal hier gucken. Hier sind irgendwelche Statuen. Noch mehr von diesen Tierchen. Hier ist noch eins. Ah. I would never have imagined finding the ruins of an ancient civilization so far underground. Ja, hätte niemals gedacht, eine antike Zivilisation so weit unten zu finden. Sieht aus, als würden sie die Kristalle benutzen, aber wir können nicht ja, herausfinden, wieso oder so. Ja, das war zum Scheitern verurteilt, dieser Sprung. Wir hätten aber auch weiter nach rechts gehen können, eben. Das sieht mir nach Bossfight aus. Steht hier irgendwas? Nee. Ja, einmal hier hin. Ist das jetzt Bossfight oder was? Oder eine neue Fähigkeit? Was auch, da steht zwar, ich soll diesen Knopf drücken, aber er funktioniert nicht. Ah. Okay, er funktioniert. Ich muss ihn gedrückt halten. Ah, wir können jetzt so ein. Oh, das ist schwer. Hallo? Oh, geschafft. Oh, was ein Save. Ah, schön. Hallo? Okay. Ah, sehr schön. Die Fähigkeit erfordert auf jeden Fall. Ja. Skill und das kriege ich nicht hin hier. Wieso geht das nicht? Oh. Nicht von unten, vielleicht von hier oben. Ja. Okay, was sagt der?
Hä? Oh. Okay, das muss anscheinend erst ein bisschen aufladen. Oh, das ist cool. Das ist cool gemacht. Ja, okay, zu den schwarzen Löchern, da komme ich jetzt nicht. Jo, das ist cool. Also dafür, dass dieses Game kostenlos ist. Also ganz ehrlich, das ist so gut gemacht. The Way of the Rabbit. You can... Achso, run as fast as a rabbit oder so stand da. War jetzt zu schnell weg. Ach cool, wir... Das ist keine Rolle, sondern einfach nur ein also sprinten. Ja, kann jetzt sprinten. Cool. Okay, 5. Purgatory. Hallo? Das ist cool, jetzt sind wir schneller. Was steht hier? Das ist eine Restricted Zone. Würde ich jetzt sagen, das ist eine gesperrte Zone oder so. This area is official, forbidden to anyone. Ja, gesperrte Zone und so. Da ist wahrscheinlich irgendwann dann das Unglück passiert oder so. Und es geht ab nach unten. Wer hätte es gedacht? Oh nein, es geht abwärts. Ja, und jetzt, wie soll ich hier raus? Ah. Wall Jump. Oh, hier gibt es doch bestimmt wieder ein Bossfight. Das Experiment, wenn das Experiment erfolgreich wird. Dann wird Belgien das weltstärkste Industrieding oder so. Ah, oh, nee. Berchi ist wieder da. Reicht es nicht, dass wir den schon einmal auseinandergenommen haben? Patches, der dunkle Bär. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. So, Vorsprung, ja. Hä? Was soll ich machen? Dann... Ja, gut.
So, dritte Phase ist erreicht. Zum sechsten Mal. Und ich weiß jetzt, glaube ich, wie wir ihn besiegen. So. Jetzt. Ich hätte gar nicht die Kristalle zerstören müssen, ich musste ihn treffen. War's das jetzt endlich mit diesem nervigen Bären da? Ah, wir haben Patches gezeigt, wer der Boss ist. Gib mal her. Gibt's eine neue Fähigkeit? Okay, wir haben anscheinend eine neue Fähigkeit bekommen. Ah, okay. Wir müssen... Boah, das ist schwer. Okay, springen. Ah, wir können das steuern. Und jetzt? Ach so, da hoch. Es ist schwer. Aber mit dem Doppelsprung geht das sogar ganz gut. Wenn man halt, immer so hoch es geht, kommt. So. So hoch es geht, hier hinsteuert. Ey, yo! Ach, man kann das mehrmals einsetzen. Im Sprung. Nein! Boah, das ist schwer. Okay, springen. Nein, ich... Ah, Mann. Ich darf nicht an der Wand hängen bleiben. Okay, sobald ich an der Wand hängen bleibe, ist der Effekt weg. So, das ging... recht gut. Jetzt müssen wir nur noch darüber kommen. Oh, zum Glück müssen wir nicht alles nochmal machen. Oh, aber die Stelle hier. Nein. Ah, ging sogar recht leicht. So, wir sind bis hier hingekommen. Wo müssen wir als nächstes hin? Keine Ahnung, hier irgendwo. Hä? Müssen wir das da einfangen? Ja. Okay. Wir sind das ultimative Schaf. Ah, wir sind in Paris. Also, unter Paris eher gesagt, waren wir. Jetzt sind wir drüber. Ah, wir sind jetzt anscheinend in irgendeiner Wolkenwelt. Kapitel 6. Achso. Wir haben ja die Fähigkeit, die neue. Hier oben hat jemand... Achso, das sind Berge. Thank you.
Okay, der Typ ist fertig. Der hat kein Essen mehr. Von wo klettern wir eigentlich hin? Ah, knapp. Ich wusste halt nicht, wo genau ich hinsteuern muss. Okay, und jetzt? Oh, knapp. Aber wir haben es geschafft. Das ist so schön gemacht, das Game. Schwer. Na. Nicht toll. Man muss hier um die Ecke. Boah, wie soll man das schaffen? Hier sind Haken an der Wand. Ja gut, dann ist es ja leicht zu schaffen. Njup, zack. Zack. Hui. Ja, hätten wir hier nicht gebraucht, aber egal. Oh. Geile Stelle, aber den Doppelsprung dürfen wir nicht machen. Dann geht's. Oh Gott, ist das assi. Das ist schwer. Hallo, fällt wieso die Richtung? Wieso ist das immer so knapp? Ha, jetzt haben wir es aber. Ah, da ist ein schwarzes Loch. Da müssen wir hin. Boah, wo führt das hin? Ui. Sollen wir zu der Tür gehen? Oder erstmal weiter? Nein! Komm nicht mehr hoch. Ja gut, was auch immer da an der Tür war, wir haben es jetzt nicht gesehen. Ja, okay, da ist ein Abgrund, schön. Das sieht mir nach einem Portal aus. Ähnelt so ein bisschen dem antiken Portal in Minecraft, da in der Ancient City. Sieht ja auch so ähnlich aus. Okay, und jetzt? Sollen wir da rein?
Nee, anscheinend nicht. Nein! Mist, wir sind abgekratzt. Ah, falscher Knopf. Der ist es. Für den. Nein! Oh, das ist mies, wenn man da. Ah. Schön. Hä? Da kann man nicht drauf. Ja, wo muss ich denn dann hin? Da hoch? Nee. Hä? Ach so. Wir müssen immer zu dem, das leuchtet wahrscheinlich. Zack, jetzt müssen wir nämlich hier hin. Ja. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Oh nee, jetzt dieses Rumgerennen ist schon nervig. Nein, was machst du? Ah, man kann so aber abkürzen. Ah, der bekloppte Teddy ist wieder da. Der war doch eben erst da. Kann es sein, dass der das Experiment ist? Ah, das ist das Böse, diese Energie. Und jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Ah, Teddy ist bei uns auf der Seite. Hallo? Haha, du kriegst mich nicht. Wir müssen alle aktivieren. Um die böse Energie zu besiegen. Haha. Der ist cool, der Bosskampf. Die letzte. Och nee. Hallo. Oh nein, wir verlieren ja unsere Fähigkeiten. Deswegen. Wir haben nur noch den Doppelsprung. Boah, schwer ohne. Ohne Schwebesprung ist das schwer. Aber die Checkpoints sind gut gesetzt. Ah, was mache ich gerade? Kann mir das mal einer erklären? Ich komme da nicht hoch. Ich komme. Hä? Wie soll ich das schaffen? Zack. Ich komme da nicht hoch. Oh, Leute, ich hab's geschafft. Guck mal, wenn die hier einschlägt und uns dann, ja, da hochkatapultiert. Die böse Energie hat sich selbst zerstört. So, es brennt jetzt alles. Jetzt müsste doch eigentlich das böse Dingsbums kaputt gehen, oder?
Oh nee, muss ich das jetzt alles zurücklaufen? Ah, oh, stimmt, ich habe ja keinen Doppelsprung mehr. Was mache ich gerade? Ah, da ist unser Bärchen wieder. Ist der jetzt wieder bei uns? Ja, der ist auf unserer Seite, zum Glück. Bin gespannt, was jetzt da passiert. Soll das mein Mauszeiger jetzt da ist? Ja, liegt daran, dass mein Controller dabei die ganze Zeit vibriert und dann habe ich keinen Bock, dass der abraucht. Ja, und weiter. Man kann. Ah, man konnte die ganze Zeit sich bewegen. Okay, wir ziehen anscheinend jetzt den Bären da in dieses Portal mit rein und uns auch. Bin gespannt, was passiert. You finished the game. Ja, hoffe ich auch. Ah, das Ende, okay. Fragezeichen, gibt es einen zweiten Teil davon? Ja, dann ist das wohl das Ende. Auf jeden Fall super schönes Game. Grafikstil ist geil. Musik auch sehr schön. Bosskämpfe richtig gut. Auch nicht so schwer, wenn man es mal kapiert hat. Und ja, ich würde sagen, das war's mit diesem Game. Und dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.